Ja, hallo, liebe Weltraumfreunde, ich bin Satenshi und wir spielen Space Engineers. Und ja, letztens haben wir ja gesagt, wir wollen mal schauen, ob wir das ganze Ding ferngesteuert machen. So ein ferngesteuerter Fighter ist bestimmt nicht schlecht. Natürlich möchte ich auch gerne mal in so einem Ding drin sitzen und rumfliegen. Schade ist nur, dass wir das im Survival-Modus nicht kopieren können, das Schiff. Das heißt, wenn es zerschossen wurde, ist es kaputt. Ein bisschen doof finde ich das, aber naja, ist halt so. Und ich habe mir noch mal geschaut, ich habe jetzt nebenbei auf meinem zweiten Monitor mal meinen Task Manager laufen und ich sehe echt, also CPU-Auslastung ist ziemlich hoch und dadurch kommen wahrscheinlich auch die Stotterdinger ja zustande. Leider, muss ich sagen. Leider. So, das heißt, ich brauche irgendwann einen neuen CPU. Meiner ist auch schon, glaube ich, 4 Jahre alt oder so. Und das ist ja gerade im Computerzeitalter doch recht lange. Doch sehr alt. Okay, dann schauen wir mal. Wir brauchen bestimmt eine Antenne. Wir brauchen auch eine Klubschauge, damit wir auch klubschen können, wo wir hinfliegen. Das heißt, wir brauchen... Zuerst mal finden. So, hier ist eine Klubschauge. Und wir brauchen selbstverständlich ja noch eine Antenne. Wo haben wir die denn jetzt versteckt bekommen? Wo ist denn die Antenne? Bin ich denn blind? Ist die jetzt hier unten bei den Mods? Ich kann ja auch hier jetzt einfach mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie könnten das heißen. Nein. Small Blocks, da dürfte doch auch eine kleine Antenne dabei sein. Ich hatte recht. Ja, die Frage ist jetzt nämlich, wie klatscht man denn hier bitteschön sowas dran? Wo vor allem? Also hier kommt ja eigentlich noch eine Reihe dran. Klatschen wir sie einfach mal kurz irgendwo hin und später setzen wir die dann in ihre richtige Position. Kann ich die überhaupt dran klatschen? Das ist so eine Frage. Ja. Ich kann sie aber nicht schweißen, denn ich brauche ja, glaube ich, doch Herstellungskomponenten bloß. Krass. Antenne ist also fertig und die Kamera, die muss natürlich hier vorne irgendwo mit dran und da wird es ein bisschen schwieriger. Da müsste ich da irgendwo eine Gerade mit reinziehen. Klingt schwieriger, ist es aber im Prinzip ja gar nicht. Okay, machen wir einfach hier unter die Waffe rein. Das sieht bestimmt schick aus. Okay, das heißt, wir bohren hier mal kurz das hier weg. Wow, hat sich fast zu viel weggebohrt. Kann ich jetzt vielleicht da reinsetzen? Das wäre lustig. Nein. Ah nein, die Schräge ist noch gar nicht weg. Jetzt ist sie weg. Das wäre trotzdem lustig, wenn ich die reinsetze. Ich kann die da reinsetzen. Okay, dann ist aber alles ein bisschen offen da. Möchte ich das da auf dem Rohr setzen? Ich glaube eher weniger. Ich glaube, ich möchte da sowas reinmachen. Und dann da dann die Kamera draufsetzen, die natürlich richtig rumgedreht sein sollte. Weil sonst sehen wir alles ein bisschen falsch. Da müssen wir jetzt bloß noch hier... Na? Oh Gott. Jetzt haben wir es. Das hier wegmachen. Und dann die Seite noch weg. Nein! Oh, das war zu viel. Ja. Das kommt davon. Und dann machen wir einfach dann hier sowas draus. Ah, das geht ja gar nicht, weil da oben ist ja dann noch so falsch. Na gut, ich könnte auch einfach sowas hier reinklatschen. Das sieht dann vielleicht wieder ein bisschen eckiger aus alles, aber im Prinzip dürfte es funktionieren. Nur wie machen wir das dann hier unten? Das sieht dann auch doof aus. Ich glaube, dann werde ich hier wenigstens noch eine Gerade machen. Oder eine Schräge, die nach unten führt vielleicht. Ja, ich bin immer viel zu sehr gleich auf das Design. Ich will immer sofort auf das Design gehen, aber es ist besser, als wenn man es dann später macht. Aber das hier bringt mir auch nichts. Und wenn ich jetzt einen ganzen Block hier reinklatsche, einfach so. Ach komm, das geht. Das kann man so machen. Und dann versuchen wir das jetzt noch zu schweißen. Damit das gleich fertig ist. Auch wenn das ein paar Stahlplatten kostet. Irgendwie habe ich die falsche Farbe dran, glaube ich. Farben müssen wir sowieso noch irgendwie später machen. Jetzt kommt die Kamera. So. Ich hoffe, die bekomme ich geschweißt. Ja, sehr schön. Okay, da haben wir jetzt die Kamera. Dann schauen wir uns die Kamera mal an. Das heißt, ich muss jetzt hier auf G gehen. Dann hier die Kamera... Das war nicht die Kamera, das ist die Kamera. Auf Anschalten, die Ansicht war das, glaube ich. Oder? Ja. So, das ist jetzt die Kamera. Und ich kann natürlich mein Gefährt jetzt auch schon lenken. Okay. Ich sehe leider nicht, wo die Schüsse hingehen. Da müssen wir dann nachher noch mal ein bisschen gucken. Aber wie war das? T zu Exit, okay.
Ich muss aufpassen, hier ist ja noch das Schiff neben mir. Okay, das funktioniert also schon mal ganz gut. Die Kamera ist, die Kamera, die zeigt mir so, wie es alles sein muss. So, jetzt müssen wir schauen, wie können wir das Ding fernsteuern. Wir werden, glaube ich, hier, das Ding hat auch eine Antenne, das ist gut. Dann schaue ich mal kurz hier, rein. Kleines Schiff, das dürfte jetzt das Neue sein. Fighter Cockpit, Kamera, ja. So, das Ding wird erstmal umgenannt. Boah, wo war denn das nochmal? Das sind verfügbare Schiffe. Ich glaube, das war hier hinten bei Info. Kleines Schiff, okay. Den nehmen wir jetzt einfach Fighter. Okay. Show Antennen Range. Ich klatsche die mal rein, weil das ist, glaube ich, recht wichtig. So, das reicht mir erstmal kurz. Und jetzt ist die Frage, wie konnte man da jetzt nochmal steuern? Also, ich schaue mir mal das kurz an. Also, das ist seine Range von seiner Antenne. Die ist schon recht groß, muss ich sagen. Der kann recht weit fliegen, aber ich glaube, das geht dann auch ein bisschen auf den CPU, wenn ich das anzeigen lassen muss. Ist vielleicht nicht so schön. So. Kann ich von hier aus jetzt dieses Schiff irgendwie steuern? Wie war denn das nochmal mit dem Steuern? Weil ich habe das noch, ich habe mir das nicht angeschaut, ich Idiot. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Also hier kann ich mal nichts machen. Weil das ist nur für das eigene Schiff. Wenn ich jetzt I drücke, dann gehe ich auf den Fighter. Das hier kann ich machen. Mit meiner Fraktion teilen. Ja, ja, das passt schon. Aber ich muss das doch irgendwie übernehmen können. Oder gibt es da einen Block, den ich benutzen muss? Gibt es da einen speziellen Block, den man da noch draufsetzen muss, um das Ding fernzusteuern? Ich habe es, wie gesagt, mich leider, muss ich sagen, mich damit noch nicht so ganz auseinandergesetzt. War vielleicht ein Fehler, muss ich im Nachhinein sagen. Denn jetzt sitze ich wieder hier und weiß das wieder nicht. Okay. Remote Controller, hier haben wir doch was. Der Remote Controller, also doch ein Block, den ich vielleicht setzen muss. So, und wo setze ich den dann erstmal dran? Um zu testen, werde ich jetzt einfach mal hinten dran klatschen und dann schauen wir mal, ob das dann funktioniert. Na, ich habe doch bloß 84% CPU-Auslastung. So, hat das auch noch eine Bedeutung, wie rum das dann gezeigt ist? Ich hoffe nicht. Kann ich das Ding schweißen? Ja. Und dann sehen wir mal, kann man da irgendwie drauf zugreifen oder muss ich da einfach mal jetzt einfach mal so reingehen? Interessant, oder? Ich keine Ahnung, wie ich da jetzt trotzdem habe ich jetzt keine Ahnung, wie ich denn auf den drauf zugreifen kann. Fighter, Kamera, vielleicht hier irgendwie dann den Remote Controller anklicken. Ah, Trägheitsdämpfer, Triebwerksteuerung. Ja, na klar, muss alles rein. Ich weiß noch nicht, kann ich dann auch damit. Ja, jetzt. Ah, jetzt dreht. Ja, jetzt bin ich im Control. Okay. Und jetzt kann ich wahrscheinlich auch hier, genau, die Kamera machen. Und kann dann 1 drücken und bin in der Kameraansicht. Und dann fliege ich einfach mal los. Oh, Moment. Vielleicht sollte ich nicht erstmal losfliegen, sondern erstmal. Oh, dann bin ich ja schon wieder hier jetzt. Zurückgegangen. Okay, ist ein bisschen umständlich, da jetzt hinzukommen, aber das passt schon. Wo war der Remote Controller nochmal? Da ist er. So, passt auf. Ich drehe mich erstmal nach da. So. Dann kann ich nicht Zeit schmacheln, wenn ich jetzt hier reingehe und losfliege. Ich fliege rückwärts. Hä? Kann das sein, dass die Kamera dann doch irgendwie falsch ist, weil ich irgendwie rückwärts. Jetzt. Ich drücke nach hinten, um nach vorne zu fliegen. Irgendwie ist da was invertiert, habe ich das Gefühl. Irgendwie ist das invertiert. Interessant. Man bremst sich mal, drehe mal. Boah. Jetzt kommt noch der Effekt da drauf. So, da ist mein Antennenboden. Wenn ich jetzt nach vorne drücke, dann fliege ich nach hinten.
Okay, und wenn ich jetzt nach links drücke, dann fliege ich nach rechts. Und wenn ich nach rechts drücke, fliege ich nach links. Das ist ja sehr interessant. Warum ist das so? Das, was mit dem... Ah, bestimmt, weil ich den Remote-Controller hinten dran gemacht habe. Und dadurch ist er dann falsch rumgedreht wahrscheinlich. Interessant, aber es funktioniert. Coole Sache. Nur, ja, sehr schwach. Guck mal, wie ich fliege. Ich drücke nach vorne. Jetzt drücke ich gar nicht mehr. Ich drücke nach vorne, aber da kommt nichts. Kommt kein Schub. Na los, los. Und dann geht es bestimmt wieder total schnell. So. Ja, das muss dann was... Oh, jetzt ging's, jetzt rastet er wieder aus. So, das muss an dem hier liegen. Vielleicht muss das eine gewisse Richtung auch haben. So, so rum ist auf jeden Fall, wie es auf dem Bild abgebildet ist. Okay. Werden wir ihn mal genau andersrum dran kleben, was ein bisschen schwierig ist, weil vorne dran kleben ist immer so eine Sache, ob das wirklich einen Sinn ergibt, weil man wird von vorne ja getroffen und sofort ist man ja dann bewegungsunfähig, deswegen ist ja auch die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, vorne die Kamera so zu haben. So rum ist richtig. Weil wenn man die Kamera direkt vorne hat, dann wird die auch sofort getroffen und dann war's das. Mit dem Erkundungsflug. Okay. Dann schauen wir mal. Fliegen wir mal zurück zu unserem... Ja. Unserem Schweißschiff. So. Dann I drücken. Fighter. Gatling Gun. Remote Controller. Control. Ich drücke mal nach vorne. Und der fliegt auch nach vorne. Okay, das passt. Jetzt habe ich die Kamera wieder nicht drin. Das ist ja interessant. So. Ah, jetzt fliegt er richtig. Sehr schön. Niaung. Ja, niaung. Niaung. Okay. Das Problem ist jetzt natürlich, ich habe noch keine Raketen oder keine Munition. Deswegen muss ich da echt mal schauen. Oh, die Energieverbrauch ist überladen. Ich habe zu wenig Energie. Eieiei. Meine zwei Reaktoren reichen nicht. Da muss ich vielleicht doch noch einen dritten reinmachen. Ah, kann natürlich ein bisschen... schlecht werden. Ich wollte eigentlich darunter zur Andockstation. Jetzt müsste ich eigentlich noch eine zweite Kamera machen zu dem Andockstation. Um dann von dort aus mich anzudocken. Sonst sehe ich das ja nicht. So, da ist die Andockstation. Ja, irgendwo über mir ist das ja. Ja, das ist jetzt nämlich extrem schwer, weil ich ja nicht von außen gucken kann. Oder? Kann ich von außen? Nee, das geht nicht. Weil ich bin ja in der Kamera drin und ich habe ja eine Remote Control. Ich habe keine Ahnung, wie groß mein Schiff jetzt ist. Das ist echt schlecht. Nee, das ist nicht gut. So, dann muss ich dir mal hinterherfliegen. Auf zur dunklen Seite des Mondes. Ja, der Energieverbrauch ist leider etwas hoch. Schade. So. Und jetzt von hier aus, von der Perspektive, kann ich super gucken. Oder ich mache es einfach so und gehe einfach persönlich da rein und fliege das Ding selbst. Okay. Nicht. So. Ein bisschen weiter nach vorne vielleicht. Wäre eine gute Idee. Ja, vielleicht nicht zu weit. So. Schauen wir mal von der Seite. Das ist gut. Fliegen wir mal hoch. Und ich bin bestimmt irgendwie, wenn ich jetzt von der anderen Seite schaue, bestimmt wieder nicht richtig. Ja, doch, sieht gut aus. Sehr schön. Wir sind angestöpselt. Jetzt vielleicht noch verriegeln. Damit wir nicht gleich automatisch wieder wegfliegen. Schaltersicherung? Was ist denn ein Sicherungsschalter? Aha. Okay, ja, dann wird das sein. Ach, jetzt bin ich verbunden. Okay. Und total weit rausgezoomt. So, und jetzt könnte ich theoretisch reingehen und könnte meine Waffen laden. Beziehungsweise könnte ich hier einfach mal in meinen Reaktor reingehen und mein Uranium nachfüllen. Ich habe leider keine Waffen. Ich habe keine... Hatte ich nicht noch irgendwo vielleicht noch Munition rumliegen? Ich weiß auch gerade nicht. Ah, hier habe ich ein bisschen Munition. Das ist gut. Das ziehen wir dann ja mal in unsere jetzige... wir haben sogar... Oh, der hat sich Raketen geholt. Sehe ich das richtig? Das ist ja krass. Ich habe irgendwo Raketen und der holt sich die alleine. Wo habe ich denn Raketen bitte schön gelagert? Ach, da liegen ein paar Raketen rum. Und wie sieht es mit der Munition aus? Ach, die ist im Gatling geschützt. Die wird er sich nicht klauen. Ah, die muss ich per Hand rausholen.
Ja, die hole ich da. Die hole ich mal schnell oder nachher per Hand raus noch. Die Gatling Guns. Aber interessant. Wir haben also schon Raketenbehälter. Da holt er sich die automatisch raus. Das heißt, die kann man nachher abschießen. Okay. Ich könnte natürlich nachhelfen und das ein bisschen schneller machen. Beziehungsweise könnte ich, das werde ich glaube ich tun, die Raketen nehmen und die ganz schnell in meinen Verbinder reinschmeißen. Dann sind die wenigstens schon immer dort drin. Und ich kann mich abkoppeln. Energie habe ich aber noch genug. Abgesehen davon, dass ich mehr Energie bräuchte im Endeffekt. So, jetzt fliegen wir mal nach unten. Mit C ist das ja hier. Reicht natürlich wie immer nicht. Machen wir einfach so. Drehen wir uns noch ein bisschen. Ist schwierig, da jetzt abzukommen. Oh, jetzt haben wir es geschafft. Okay. Dann muss ich nochmal schnell oben vorbeifliegen. Ja, ich sitze gerade persönlich drin, weil es einfach cooler ist. So, jetzt hätte ich dann voll die fette Bewaffnung. Also muss ich echt aufpassen. Dass ich jetzt nicht einfach irgendwo aus Versehen mal was kaputt schieße. Aus Versehen. Ja, ein bisschen höher fliegen. Ich bin ziemlich dick nach unten gesehen. Okay. So, da ist unsere Gatling Gun. Die hat noch ein paar Schuss drin. Die hole ich mir jetzt. Ja, komm, nach vorne fliegen. Aber da ist überladen schon wieder gewesen. Zu wenig Energie. Das gibt's ja gar nicht. Also ich glaube, diese selbst nachladbaren Raketenwerfer, die sind, glaube ich, nicht unbedingt so cool für so einen ganz kleinen Fighter. Ich glaube, die müssen halt in einen etwas größeren Fighter rein. Ja, weil, wie man ja sieht, meiner ist schon etwas größer geworden jetzt dadurch. Nur wegen dem Teilen, weil ich ja nur die rein haben wollte. Ich hätte natürlich auch nur Gatling Gun reinbauen können. Wäre leichter gewesen. So, die klaue ich mir. Danke. Die schmeiße ich in meinen Verbinder rein. Ungefähr so. Ach, die wurde... Nee, die soll gleich nicht verbinden. Ja, könnt ihr euch nicht teilen. Ey, so ein gieriges Stück. So. Das heißt, wir haben jetzt ganz kurz begrenzt wenigstens Munition. Und dann muss ich vielleicht mal... Oh, wie schön das Cockpit aussieht. Schön. Und dann muss ich wahrscheinlich irgendwann mal anfangen. Ah, kann ich... Ah, ich muss die gruppieren, oder? Ach nein, ich kann es auch so machen. Sehr schön. 1820 Schuss habe ich davon. Ah, und da habe ich 40 Raketen. Na gut, so kurz ist es dann doch nicht. So. Das heißt, ich gehe dahin, dann kann ich hier so... Ja, ein bisschen nach oben zieht er. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich... Ja, wie soll ich sagen? Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ein bisschen... nicht ganz so schwer bin. Okay, dann schauen wir mal, wie es mit den Raketen aussieht. Was? Der ist... Hä, da vorne ist doch nicht schon das Ende, oder? Die sind noch nicht wirklich bis dahin gekommen gerade. Doch. Krass. Ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwas kaputt machen. Ich habe immer noch 40 Schuss. Ach stimmt, ja, ich habe ja noch welche in Reserve gehabt. Haben die da irgendwas kaputt gemacht gerade? Das sah nicht so aus. Um ehrlich zu sein, sieht das überhaupt nicht so aus, ob da irgendwas kaputt... Ah, jetzt sehen wir natürlich erst was. Oh ja. Da sieht man auch genau, wo wir treffen würden, mit den roten Punkten da. Ja, selbst ich mit der Farbschwäche sehe die roten Punkte da. Ja, sehr cool. Jetzt möchte ich nämlich gerne noch Remote versuchen. Schauen, ob das geht. Mit dem Remote-Controller. Ja, nur schade, dass die Steuerung nicht ganz so hinhaut, wie ich mir das dachte, weil die Reaktoren nicht ausreichen. Die schaffen es nicht, alle gleichzeitig anzuschmeißen, alle. Weil ich habe zwei Reaktoren drin und das reicht nicht. Das ist echt komisch. Hätte ich nicht gedacht. So. Wo ist mein Schweißer? Ach da, das heißt ja Antenne, das Ding. Und mal schauen, ob ich auch schießen kann, remote-mäßig. Aber ich denke schon, dass das funktionieren sollte. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Gehen wir so rein. Dann I drücken. Fighter. Remote Control. Control. Dann. Ja, muss ich. Weil man muss hier immer wieder neu einordnen. Ist interessant. So und so. Gehe ich auf 1, bin ich drinne, sehr schön. Dann gehe ich auf 2.
Oh, und kann schießen. Die Frage ist nur, wo ziele ich dann genau hin? So, ich muss also mal einen Asteroid finden. Ich nehme mal den nochmal. Ja, ich schieße fast dahin, wo mein Zielkreuz ist. Nur ein kleines Stück höher. Aber das passt eigentlich ganz gut. Ach, jetzt wird der Sound weniger, weil ich jetzt weiter wegfliege. So, jetzt der rote Punkt wieder da. So, und da treffe ich auch. Okay. Mit den Raketen sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. Irgendwie interessant. Hey, der eine rote Punkt ist links. Wo ist der zweite? Der ist irgendwie dazwischen. Okay, interessant. Habe ich das... Ah, jetzt hat... Hä? Ah, weil die sich abwechseln. Links, rechts schießen wahrscheinlich. Irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie ändert sich da immer das Ding. Ja, aber es funktioniert. Leute, es funktioniert. Ich muss auch kurz auf meine Uhr schauen. Oh, die Folge ist zu Ende. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um das rauszufinden, aber ich habe es im Endeffekt rausgefunden. Da bin ich jetzt ganz stolz auf mich. Und dann würde ich sagen, speichere ich das nächste Mal ab, in der nächsten Folge. Und dann fliegen wir mal zu so einem Schiff. Persönlich, also, ja, genau, wir setzen uns dann persönlich da rein und dann machen wir das mal. Und ja, das wird bestimmt ziemlich cool. Und dann können wir ja noch schauen, ob wir ein Schiff irgendwie abschießen können mit Fernsteuerung. Wobei man Fernsteuerung, muss man, glaube ich, fairerweise sagen, bringt nicht sehr viel, weil wenn ich dann das Schiff kaputt gemacht habe, ja, was mache ich dann? Ja, also dann kann ich ja schlecht mit dem Schiff zurückfliegen, weil ich ja nicht viel machen kann. Was ich allerdings machen kann, ist die Tatsache, ich brauche eigentlich noch Standfüße, damit ich mich dann an das neue Schiff ankoppeln kann und mit dem ganzen großen Schiff und meinen kleinen Fighter zurückfliegen kann. Das müsste ich vielleicht noch dran bauen. Jetzt suche ich gerade mein Kampfschiff. Das müsste ja hier eigentlich, da haben wir's. Also wenn ihr versteht, was ich meine, wenn ich mir dann ein neues Schiff gekapert habe, muss ich auch irgendwie zurückkommen. Und dann kann man sich ja wenigstens mal hier irgendwie festkoppeln. So, mit einem Bein? Ein Beinchen? Sieht das komisch aus mit einem Beinchen nur? Ich glaube, das funktioniert. Ein Beinchen vielleicht nur richtig rumgedreht. Machen wir es so oder machen wir doch hier vorne? Ist ja immer der Schwerpunkt, so. Dann können wir uns dann wenigstens, wenn es nicht weggeschossen wird, uns dann dort festhalten. Sehr schön. Gut, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von Subs Kanal. Und beim nächsten Mal, dann geht's ab. Dann holen wir uns so einen komischen Zivilfahrzeug da hinten. Antenne, irgendwas. Das holen wir uns dann. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.